Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Techtonika. Stopf den mal voll da. Das war ja schon wieder Strom aus. Ich habe auch schon wieder, also ich bin jetzt auch komplett ausgelastet, was Strom angeht. Wir brauchen jetzt ein bisschen Boden. So, und jetzt produzieren wir hier am Ende halt dieses, was kommt da jetzt raus? Diese Pflanzenrahmen. Genau, und diese Pflanzenrahmen, die sammeln wir uns jetzt in der Kiste an. Genau. Ah, der kann, genau, also zwischen einer Kiste und einer Maschine oder sowas braucht man kein Förderband. Aber auf jeden Fall einen Arm. Aber ich habe keine Dings mehr hier. Nehmen wir nochmal welche mit. Oha, er ballert hier voll, sagt er. Aber der hat eh keinen Treibstoff mehr. Ein paar Eisenbarren noch mitnehmen. So, so, so. Und dann brauchen wir jetzt ein paar Greifarme. Und dann brauchen wir auch ein bisschen Strom. Das ist der lange Greifarm. Ne? Ja, okay, alles klar. Dann können wir den Greifarm hier zwischenpacken. Und der packt das dann da schon rein. Man kann auch zwei dazwischen packen, wenn man lustig ist. So. Haha, voll lustig. So, und jetzt haben wir hier unsere Pflanzenstängelmaterial. Also das ist eine Produktionsstätte, Kette für Pflanzenmaterialrahmen. Oder wie man es nennen möchte. Sieht schön aus, ne? Also, angefangen von der Kiste mit Samen, die man hat, in einen Pflanzer. Dieser Pflanzer produziert halt diese Rebel-Dingeln-Bummeln da. Die kann man dann wieder in eine Kiste geben. Also der produziert das, was man da sieht. Ich weiß nicht, wie man das nennt genau. Hier gucken wir mal, hat er jetzt nicht mehr drin. Zetten gucken wir hier. Hat er auch nicht. Hat er auch nicht. Ja, okay, das Wachsen dauert halt ein bisschen. Man müsste halt mehrere davon haben, um einen flüssigen Ablauf zu bekommen, ne? Diese Angaben fehlen einem aber noch, ne? Man weiß nicht, wie lange braucht er, um diese vier Stück rauszuhauen. Wie viele braucht er, um einen herzustellen und wie lange braucht er dafür? Ne? Als Beispiel zum Beispiel, wo laufen die jetzt hin? Und das geht ja alles hier in die Kiste und aus der Kiste geht das hier hin. Genau. In dieser Kiste werden ja nur wie... Ich frage mich, wie das genau heißt. Wie heißt das denn? Zündelrebe, glaube ich einfach, ne? Einfach Zündelrebe. Diese Zündelrebe, da genau, hier. Die geht dann hier rüber und dann wird die ja gedrescht. Genau, und diese Zündelrebe. Also als Beispiel. Diese Maschine braucht in der Minute 10 Zündelrebe. Und, ist egal, wie viel die dann produziert. Also die braucht auf jeden Fall, um ihr Produkt zu produzieren, 10 Zündelrebe in der Minute. Und ein so ein Pflanzer produziert 2 Stück in der Minute. Dann weiß man, man muss 5 solche Dinger bauen, um den flüssig zu befüllen. Diese Angaben fehlen halt einfach noch. Bei Factorio sind die Angaben sowieso das Schlimmste, was man je gesehen hat. Da wird das irgendwie in Sekunden und dann mit mal... Zweifachgeschwindigkeit und gibt es eine ganz komplizierte Formel, also was heißt kompliziert ist jetzt auch nicht, aber so eine blöde Formel einfach, um das dann zu berechnen, anstatt einfach so eine feste Angabe wie bei Satisfactory, also bei Satisfactory die Angaben, das ist Luxus. Luxus ist das. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Strom. Ich kann ein bisschen Boden bauen. So, das sollte reichen. Habe ich noch ein paar Kurbelgeneratoren? Ja, habe ich auch gerade gebaut, ne?
super. Die muss man halt immer wieder anschmeißen, ne? Das ist ein Generator halt, ne? Sagt ja das Wort. Aber ich frage mich, ob es nicht schlau ist, diese Kabel-Kurbel-Verbindung da mal zu erforschen. Weil dann muss man, glaube ich, nicht alle immer aktivieren. Hier, Kurbelverbindung. Verbindet automatisch parallel angestellte Kurbelgeneratoren. Und dann braucht man nur einen vielleicht machen. Gucken wir mal. Das braucht 10 Kerne. Wir haben 4. Das heißt, wir müssen mal kurz 6 Stück bauen. So. Und dann bauen wir die mal rein. Die brauchen ja immer noch Treibstoff, ne? Aber können wir hier nicht aus irgendwelchen Blödsinn, den wir hier haben, auch noch Treibstoff produzieren? Na, guck mal, die, das ist voll viel, was die produzieren in diesem... Wie heißt das? Zündelrebenstängel. Kann ich nicht aus Zündelrebenstängel... Ist das nicht Treibstoff? Gucken wir mal. Da steht ja, das ist Treibstoff. Ich will immer Tab oder sowas drücken, um das zu schließen. Ja. Das ist Treibstoff. Super. Verbrennt wahrscheinlich noch schneller als Pflanzenmaterial. Nee, Pflanzenmaterial ist sogar noch ein Ticken schneller am Verbrennen. So. Wow, die haben schon 36 produziert. Der ist ein bisschen langsam, ne? Okay, dann ersetzen wir den mal. Kann man eigentlich etwas ersetzen? Nein. Man muss alles erstmal vorher abreißen. Und nehmen wir mal den schnellen. Kriegt er denn jetzt in der Zeit 6 Stück reingepackt? 4, 5, 6. Kriegt sogar ein 7. mit reingepackt. Ja. Das ist eine flüssige Produktion jetzt. Der nimmt die schnell genug. Die Frage ist nur, holt der die schnell genug raus? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Den kann man aber nicht schneller machen. Okidoki. Dann haben wir da ein bisschen Treibstoff wenigstens. Genau, dann nehmen wir uns noch mal ein bisschen hier was von dem Zeug. Das ist ja eh voll viel, was wir hier haben. Kommt ja hier gefühlt aus allen Ecken raus. Okay, ich muss auch noch mal ein bisschen was hier raufbauen, jetzt auf die Kerne. Platzierung, ungültige Platzierung. Ja, aber das meine ich. Ich kann doch jetzt nicht die ganze Zeit hier irgendwie Kilometer... Nein. Ich kann auch jetzt nicht kilometerweit immer hier nach oben latschen, um diese blöden Kerne hier hinzubauen. Wenn das dann eh nicht richtig funktioniert. Das ist ja noch viel schlimmer. Dann muss ich immer jetzt rüber. Mal immer rüber. Wie dumm, ne? Alles abreißen, ja. Untersuchen? Identified. The assembled nation's industrial expedition to the planet of Galax. Ah, so. Ja, langsam nimmt das hier so ein bisschen Gestalt an, ne? Wie das sich so auch vorgestellt wurde, hat sich jemand so. Finde ich, denke ich, glaube ich, zu wissen. Ja, es ist echt cool hier, so. So, jetzt können wir die Kurbelverbindung erforschen, hoffe ich. Ja. Schön. Und jetzt? Untersuchen. Kurbel aktivieren. Sind jetzt alle aktiviert? Ja! Guck mal. Nee, die nicht. Ah, okay. Also die müssten alle längs stehen.
immer Kurbel zu Kurbel, ne? Kurbel zu Kurbel, dann passt das. Warte mal kurz, dann machen wir das mal. So, und dann nehmen wir noch ein bisschen mehr Platz. Brauchen wir ein bisschen mehr Platz? Wir nehmen uns den Platz. Oder auch nicht. Warte, bevor ich mir den Platz nehme, brauche ich Boden. Geht das schnell zu bauen? Ja, wenn man Kupferkabel hat, dann... Na, eine Reihe machen wir noch, vorsichtshalber. So, dann die Kurbelgeneratoren wieder. Und die müssen ja alle Kurbel zu Kurbel stehen. Ne, also alle so. Ne, dann sind die ja nicht mehr Kurbel zu Kurbel. Müssen also alle... Was habe ich denn gerade in meinem Kopf gehabt? Ja doch, wenn ich jetzt alle so aufbaue, dann ist ja Kurbel zu Kurbel. Doch, ist richtig. So, also hier ist... Hier muss ich ansetzen. So. Und wenn ich die jetzt alle so baue. Genau, dann sieht man das auch. Dann wird die Kurbel direkt hier miteinander verbunden. Und jetzt kann ich den auch hier. So. Nein. So. So. Dann haben wir jetzt alle aufgebaut? Ne, einer fehlt noch. Okay, dann ein bisschen Boden noch. Und ein bisschen Mole noch. Mhm, okay, so und jetzt könnten wir noch einen bauen. So und jetzt sind die dann halt alle miteinander verbunden. Aber nur die parallel miteinander sind, ne? Also man kann... Nicht alle miteinander verbinden, das geht nicht, ne? Aber ich kann jetzt so machen. Und dann laufen alle. Ja, das ist natürlich um einiges schneller, als jetzt 13 Mal jeden einzelnen anzuklicken. Super. Ich setze nochmal alle zurück, weil ich Langeweile habe. Nein, Spaß. Okay, jetzt wird hier auch wieder gedrescht und gesplasht. Wie viele haben wir jetzt von denen? 72. Das ist ja gar nichts. Okay, dann nehmen wir uns jetzt erstmal so ein paar von... Ah, der braucht Treibstoff. Christo! Und du brauchst auch Treibstoff? Ist das auch Treibstoff? Ah, jo, das ist... Oh, das ist aber ganz schnell weg, ne? Das ist... Uiuiui. Das ist... Uiuiuiuiui. Ist das schnell weg. Du hast schön viele Kupferbarren. Er gibt seine Kupferbarren ja alle ab. An Kupferdraht. So, die machen hier uns den Blödsinn fertig. Und dann brauchen wir noch ein paar Eisenbarren. Ein paar Eisenbarren. Gib her. Wie geht's euch hier so? Das hält recht lange, das Zeug, ne? Das, uiuiui, also das ist das Beste von allen, ne? Hier diese Bio-Ziegel, das hält ja Ewigkeiten. Geil. Okidoki, das heißt eigentlich, wir können jetzt nur, ja, von dem ganzen Erdwerk noch mehr bauen, um das noch schneller zu erfüllen. Und dann würde ich sagen... Machen wir die nächste Aufgabe. Baue und platziere eine Montagemaschine auf einem aktivierten Kurbelgenerator. Mit, habe ich. Und produziere 10 Eisenrahmen. Aha. Eisenrahmen. Okay, hier ist Eisen. Ist ein bisschen eng hier, glaube ich, aber, ne? Oh, schon wieder Boden. Ja, ich nehme auch gerne so ein bisschen, warte mal. Davon in die Tasche. So. Und dann kannst du vielleicht schneller produzieren. Ja. Dann braucht er nämlich keine Gabel mehr machen. Man muss auch immer erstmal herausfinden, was sind so die gängigsten
Ah, hätte ich auch gleich umziehen können. Was sind so die gängigsten Sachen? Was braucht man immer? Boah, wenn man zu viele Bodensachen, Platten auf einmal baut, dann bricht der Sound immer ein. Genau, was sind so die wichtigen Sachen? Ne? Das ist auch immer so. Das muss man halt... Das merkt man mit der Zeit einfach. Bei Satisfactory, da weiß man das, ne? Wenn man da schon viele zu viele Stunden gespielt hat. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich zu viele Stunden. So, haben wir denn noch so eine Montagefabrik? Nö. Nö, wo ist sie denn? Bei Produktion. Montagefabrik. Das wäre auch gut, die Teile herzustellen, ne? Ja, man muss sich bald... Also ich werde, glaube ich, mal dann demnächst damit anfangen. Bevor ich jetzt echt anfange, Sachen aufzubauen. Mir Platz zu schaffen. Und dann sagt man, ja, hier macht man erstmal so eine Fabrik. Und da diese Fabrikkram. Da kommt Strom hin zum Beispiel. Und dann, ja, schaut man mal weiter. Aber erstmal ballern wir hier alles kreuz und quer voll, finde ich. Wir müssen unsere Erfahrungen sammeln. Ja, diesen Platz brauchen wir wahrscheinlich eh nicht. Ja, die kommen von... Die Eisenbahnen kommen von da. Und dann kommt der Stahlrahmen raus, ne? Das war's. Eisenrahmen, meine ich. Die können wir dann direkt hier wieder einlagern. Neben denen da. Genau. Zwischen Kiste und Maschine braucht man immer kein Laufband. Das kann man immer einfach so einen Greifarm zwischensetzen. Man muss nur halt die Richtung bestimmen. Oder? Ja, klar. Einen Moment. Wir müssen ihm noch sagen, was er machen soll. So. Und dann, ja, kriegt er seine Eisenrahmen da. Der Fußboden funktioniert auch noch nicht so richtig, ne? Er zeigt immer noch nicht an, dass der Fußboden Strom hat. Nur bis hier angeblich. Heißt das jetzt, der Strom reicht nicht aus und läuft deswegen nicht über? Oder ich verstehe das noch nicht ganz. Gucken wir mal. Nö, da reicht aus. Guck mal, die sind alle miteinander verbunden, ne? Nur die... Immer nur die, so, genau. Das ist gut, ey. Das hat echt... Das ist Zeitersparnis. Definitiv. So, ich wollte einmal kurz den Strom... Ah ne, man kann doch auch einfach auf P drücken. Da. Erfüllung 100%. Akkumulatorenladung. Das kann man natürlich auch top Stromverbrauch. Hier, das ist auch gut gemacht. Das ist ganz gut. Okay, ja, die produziert ja jetzt ihre Eisenrahmen. Maschine ist voll. Nach 4 Stück, ja, ist klar. Und dann können wir jetzt einfach hier hinten noch eine Kiste hinstellen, wenn wir eine hätten. So. Dann stellen wir hier einfach eine Kiste hin. Wir könnten die auch hier hinstellen. Genau, wir stellen die aber hier hin. Also ich stelle die jetzt da hin. So. Und dann müssen wir noch ein paar Arme machen jetzt. Ja, genau, so, es läuft. Wir produzieren jetzt auch Stahlrahmen. Er macht das jetzt, ja. Der Balken unten füllt sich. Und gleich ist es voll. Gucken wir hier mal zu, was er hier so macht. Ach, guck mal, auch wie süß. Hey, das sind gar keine Pflanzendinger. Das sind normale Rahmen. Er produziert immer Pflanzendinger. Blub, 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 blub. Schön. Das ist, immer, ist aber das falsche Produkt. Ist das falsch? So, 10 Stück haben wir. Guti, dann können wir... weitermachen. Weiter geht's. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal einfach, ne? Ich weiß jetzt nicht genau. Also wir haben ja jetzt eigentlich alles gemacht. Wir müssen jetzt einfach nur mal warten, dass wir die Teile haben. Finde ich. Also denke ich, wir brauchen Teile. Warten, Teile warten, Teile warten, Teile warten.
Hier haben wir jetzt Eisenrahmen. Was ist das eigentlich hier, dieses Zeug? Spezieller Extrakt, das dynamische Wärme und Elektrizität leitet. Okay, also wofür man das dann am Ende braucht, ist eine andere Sache. Ich werde erstmal meinen Blödsinn los, den ich so in der Tasche habe. So Leute, das war's. Techtonica im Early Access. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wem es gefallen hat, der lässt ein Like da. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.